Vielen Dank, Herr Präsident. Ein Zitat. Kultur darf nicht etwas sein, was die öffentlichen Hände nach Belieben betreiben oder auch lassen dürfen. Substanziell hat die Förderung von Kulturellem nicht weniger eine Pflichtaufgabe der öffentlichen Haushalte zu sein, als zum Beispiel der Straßenbau, die öffentliche Sicherheit oder die Finanzierung der Gehälter im öffentlichen Dienst. Es ist grotesk, dass wir Ausgaben im kulturellen Bereich meist Subventionen nennen, während kein Mensch auf die Idee käme, die Ausgaben für ein Bahnhofsgebäude oder einen Spielplatz als Subvention zu bezeichnen. Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere eigene innere Überlebensfähigkeit sichert. Gesagt hat das 1991 Richard von Weizsäcker. Wir hatten am 12.09. diesen Jahres eine Anhörung zur Auskömmlichkeit der Honorare von freien Musikern und Vokalsolistinnen und Solisten, die geeignet war, einen ganzen Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur in eine kollektive Depression zu stürzen, weil wir dort Dinge gehört haben, die möglicherweise vielen von uns so auch nicht klar gewesen sind. Ich erinnere an die Ausführungen der Kammerakademie Potsdam zur Altersarmut von Musikerinnen und Musikern, die ja in der Regel auch Akademikerinnen sind, wo die Rente dann bei 500 Euro durchschnittlich liegt. Ein geschätzter Journalist einer uns begleitenden Zeitung hat gesagt, naja, nun habt ihr angehört, dem wird eh nichts folgen, aber es folgte dem etwas, nämlich die gemeinsame Arbeit an einem gemeinsamen Antrag. Es war also ein weit gefehltes Vorurteil. Wir haben es fraktionsübergreifend hinbekommen und wir haben auf den letzten Metern noch erkannt, dass auch die Orchester, die, Herr Kalbitz, von uns nach Tariflohn bezahlt werden, nach Verträgen, die das Land mit den Orchestern, den staatlich geförderten Ausgaben, gehandelt hat, dass auch die dahingehend betroffen sind, dass sie ab und zu Krankheitsvertretungen, also Aushilfen haben. Wir versuchen schon im Bereich der prekären Beschäftigung etwas zu tun und das ist, liebe Kollegin Ulrike Liedtke, ja sowohl eine Sozialmaßnahme als natürlich auch eine Qualitätsmaßnahme, weil gute Musikerinnen bekommen wir auch nur, wenn wir ihnen diese auskömmlichen Löhne bezahlen und das wollen wir tun und wir sind die Ersten bundesweit, dafür sind wir ja auch gelobt worden vom Deutschen Orchesterverband, die sich hier auf den Weg machen und das nochmal richtig festzurren, dass das bei uns stattzufinden hat, bei allem, was wir öffentlich verantworten. Denn anderes können wir ohnehin hier nicht beschließen über andere hinaus. Aber auch für Freie wird es eine Außenwirkung haben, wenn wir in der Lage sind, hier einen solchen Schritt zu gehen. Und ich zitiere am Ende noch einmal Yehudi Menuhin, von dem ich mir erhoffe, dass Sie viel, viel, viel von ihm über Weihnachten hören. Die Musik spricht für sich allein, vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance und die geben wir ihr.